herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Vielleicht fällt euch ja bei meiner Frisur was auf. Was ist das bitte? Das ist dein. Hat jemand seine Zähne verloren? Ich habe mir heute in der Früh einen Pony geschnitten, also so einen seitlichen. Was sagst du? Der Papa hat am Anfang gesagt. Gewöhnungsbedürftig. Aber ich find's cool. Ist okay, ja. Ist okay. Ist okay. Ja, wir sind mit den zwei Kleinen kurz raus, also kurz, wir fahren kurz einkaufen so. Kannst du diese Spiegel auf bitte klappen? Ich klapp gleich. Mit der Grazie. Kacke. Wir müssen kurz zur Post einige Bestellungen abgeben. Wir haben ja bei uns im Onlineshop so, dass man sich aussuchen kann, ob man den Versand mit Post oder mit DPD möchte. Auf jeden Fall, ja. DPD-Mann war schon da und hat die Pakete abgeholt und jetzt fahren wir noch schnell zur Post, bringen die Sachen hin und müssen ein paar Sachen einkaufen, wie Brot. Was noch? Brot. Zum Biber muss ich auch. Was? Ja, das ist so vom LKW, stinkt ein bisschen. Ja, deswegen sind wir jetzt kurz raus. Die zwei Großen haben Online-School und wenn die dann auch mit der Schule fertig sind, werden wir den Baum schmücken heute, oder? So früh waren wir noch nicht dran, oder? Na doch, bei der Luisa. Ach so? Kurz nach Luisas Geburt haben wir ja auch schon dekoriert. Weißt du noch? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich schau dir die Videos an. Ich habe ein Gehirn wie ein Eichhörnchen. Wie ein, so ein löchriger Käse. Ja, auf jeden Fall gehen wir schnell diese Sachen erledigen und danach wieder nach Hause. Also so langsam jetzt nicht unterwegs. Das Wetter ist leider nicht so schön. Also, es ist 3,5 Grad für Ende November. Ist okay, ja. Wo fährst du denn jetzt hin? Ich muss die Kartonage weg haben. Achso, okay. Ein bisschen Sonne oder Schnee wäre super gewesen, oder? Ja, ich glaube, es schneit eh bald in ein paar Tagen. Ja, Schnee war schlecht, ne? Ja, genau. Mit mir. Kann man dann immer in den Schnee rein und dann reiben wir das Gesicht mit Schnee. Richtig gute Idee. Wenn es mal schneit, dann haben wir eine Nadel von Karotte. Ja, wir werden einen Schneemann bauen. Willst du einen Schneemann bauen? Dieser seitliche Pony, da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, echt. Ja, wir sind schon wieder zu Hause, wir haben ein paar Kleinigkeiten eingekauft und ja, und genau, ich habe richtig Cooles beim Hofer gefunden. Eigentlich wollte ich mir nur Brot kaufen, aber schaut, was ich da gefunden habe. Goldenes Besteck, kostet 20 Euro pro, also es ist ein 16-teiliges Set, also 4x4. Und da wir aber zu siebt bald sogar sind, habe ich dann zwei geholt. 40 Euro. Bei Depot kostet so eines 50 Euro. Und das wollte ich letztens schon kaufen. Da hat aber gesagt, 50 Euro, bist du verrückt? Aber das habe ich so 20 gefunden. Und das sind so schön. Ich finde gerade für Weihnachten, fürs Weihnachten, schwer. Gerade fürs Weihnachtsessen schaut das cool aus. Oder Papa? Ich bin aber Motorin. Der Papi. Hey. Schon cool, oder? Lass nicht. 40 Euro. Ja, komm, besser als 100. Wenn ich die von Depot gekauft hätte. Mama, ja, mit. Du bist im Weihnachtsbaum. Sollen wir einen echten Weihnachtsbaum kaufen? Nein. Das geht schnell, Lara. Wir gehen schnell und holen einen. Aber. Ich habe aber nicht so viel Geld. Kann ich mitkommen? Bist du schon pleite? Was sagt sie jetzt? Fragen wir den Familienrat. Hi. Patrick, Michael. Familienversammlung! Hallo! Kinder! Komm an den Tisch kurz. Kommt sie her? Besprechung! So, Familie ist komplett. Patrick, ja. Ich wollte den Kamera. Wir haben Zwillinge. Was für Zwillinge? Scherz. Ich habe an dich gedacht. Du hast jetzt echt gedacht, wir haben das vorher verheimlicht. Der Baba. Auf jeden Fall. Der Weihnachtsmarkt von dem Corona nicht. Dieses Jahr gibt es kein. Dieses Jahr gibt es nur Impfung. Nein! Also, wir haben uns überlegt, ob wir uns einen echten Weihnachtsbaum kaufen sollen. Findet ihr das besser? So? Nein. Nein. Mama. Echter. Julia ist meine Meinung. Julia, was ist du? Plastik oder echte? Echte? Plastik. Julia, magst du einen kleinen Baum oder einen großen Baum? Baum. Baum? Was heißt das? Großer Baum. Das heißt, es ist echte. Plastik. Aber warte kurz. Meine Stimme zählt für zwei.
Lara, wir holen, wir ziehen uns jetzt ein, wir gehen da schnell rüber, holen einen großen Baum. Machen wir so. Und wir werden ihn aber jeden Tag gießen. So, jetzt geht's los. Oh Scheiße, wir haben noch 1% Akku. Um einen Baum zu kaufen. Und zwar ich. Warte, wir müssen noch mal einen Akku. Machst du das schnell? Aber jetzt. Jetzt haben wir einen vollen Akku. Oh Gott, du bist mir entschnallt. Ich bin umgeschnallt. Auf jeden Fall müssen wir mit 2 Autos fahren, weil wir den Baum ja auch irgendwie reinstopfen müssen. Und bei 4 Kindern. Warte kurz. Ja, jetzt fahre ich mit dem Patrick. Das erste Mal, wo ich mit dem Patrick fahre, normalerweise wäre immer einfach. Da fährt ein bisschen entspannter, gell? Normalerweise macht sie der Papa und heute das erste Mal wir zwei. Weil ich darf, also der Vater darf entweder mit mir oder mit dem Papa halt fahren. Und ja, jetzt holen wir uns einen Baum. Ich bin ganz happy drüber, weil eigentlich. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ob der Vater ja auch alles richtig macht. Sehr brav. Eigentlich in der Fahrschule ist so, und das kritisieren auch die Prüfer, zuerst schauen, dann blinken. Du hast jetzt einfach so geblinkt, okay, weil es hier bei uns im Ort ist, aber das ist immer wichtig. Dein 3-Schulter, also diesen 3S-Blick machen, du fährst geradeaus weiter. Nein, lass ihn, der muss warten, er hat vorangegeben, Patrick. Er wartet eh. Das ist das Schild, der wartet eh. Ja, wo war ich jetzt stehen? Also genau, wegen dem Baum. Ich habe ja kein Problem mit dem Plastikbaum. Das Problem ist aber nur, dass er so klein ist und ich glaube, wir werden den einfach verkaufen, weil es war zwar super, als wir noch meinen Bürotisch im Wohnzimmer hatten. Das war ideal, weil er nicht so viel Platz weggenommen hat. Aber jetzt haben wir halt so viel Platz im Wohnzimmer. Deswegen finde ich das doof, dass er so klein ist. Ja. Na gut. So Kinder, da sind wir jetzt. Das ist bei uns beim Lagerhaus. Und da werden wir uns jetzt einen schönen Baum aussuchen. Komm, Lisa, lass den Kanal, Schatzi. Wollt ihr so einen, aber nicht so einen Fichte? Nehmen wir wieder so einen, oder? Ja! Hm? Ich geh mal rein und keine Nacht. Ja, du hast aber die Maske nicht mit. Hast du die eingesteckt? Lisa, bleib bei uns. Der Papa schaut nur, fragt nur was. Halsschmerzen? Nein. Ich hatte keinen Halsschmerz, das hat nur so gedrückt. Vielleicht ist der schon ein bisschen zu groß, oder? Na. Hier ist ganz groß. Mhm. Da darf man ja hingehen. So. Ja. Na, oder? Na, der ist zu kahl. Ja. Den da? Der ist schön. Der passt nicht. Na. Dann muss ich die Decke aufreißen, ne? Genau, das werden wir machen. Komm, Bibi. Hm? Boah, der ist ja riesig, oder? Ist der nicht zu riesig? Luisa, pass, wo bist du? Haben wir den immer so groß? Ich weiß gar nicht mehr. Ich müsste mein altes YouTube-Video von uns anschauen. Gestern noch Plastik, jetzt haben wir uns den. Natur. Natur. Und der ist echt riesig, gell? Ich habe ein kleines Problem. Das Zimmer ist zu klein. Wir haben übrigens alle schon unseren Weihnachtspullover an. Mama. Ja? Michelle hat gerade geschreit. Okay, dann schneiden wir mal dabei bis daher. Ja, schauen wir mal. Aber wir werden den Baum eh aufmachen, Mama. Du sagst, wir ziehen den Baum noch ein bisschen rüber, oder? Ich würde schon meinen, dass sich das mathematisch nicht ausgeht. Ja. Ist gut? Platz auch für Geschenke? Geschenke brauchen wir keinen Platz. Dieses Jahr gibt es eh keine Geschenke, oder Michelle? Boah, das ist einmal ein Unterschied, oder? Zu dem von gestern. Schade, dass wir den schon aber weg haben. Ich merke keinen Unterschied. Nicht jetzt? Echt jetzt? Ja, die bringen. Wie du merkst, bist du Scharsauger? Hä? Hol ihn rein. Hol ihn bitte rein. Warum ist das mal nicht? Warum geht der denn? Ich mach den Verlag in einem Baum. Kannst du den in mein Zimmer haben? Willst du den echt dekorieren? Aber dann kann ich nicht mehr den Fernseher sehen. Die Lara hat glaubt, wir machen hier ein Mama. Oh nein. Wir wollen im Wald. Nein. Lara ist ein Eichhörnchen. Der Papa ist ein Eichhörnchen. Aber Lara, ich kann man nicht mehr Fernsehen schauen. Kann man nicht mehr Fernsehen schauen, oder? Oh, Mama, oh. Lara, es ist ruhig, Hauptsache Weihnachtsmann kommt. Komm, ding, 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 ding,
Singen! Der Way! So, das Feuer im Kamin brennt schon mal. Der Patti hat richtig Laune. Komm, auf! Auf! Was? Der Patti ist der Grinch. Wo ist dein grünes Haar? Der Papa hat gesagt, du bist der Grinch. Also, wo ist dein. So, meine Lieben, wir sind fertig, wie ihr sehen könnt. Wie sehen aus? Wir sind fertig mit unserem Baum, der riesig ist. Und der Papa hat hier auch ein bisschen dekoriert, schaut mal. Unser Kühlschrank, unser Fernseher hat ein bisschen Lametta bekommen. Da habe ich auch noch so eine Girlande hingegeben. Lara, du musst diese Weihnachtsmänner hier lassen, gell? Die Wichtel. Und hier haben wir dekoriert. Das war's aber schon, oder? Okay, hier hast du noch ein bisschen was. Ich hab einen. Draußen haben wir das Haus. Haben wir nicht? Ja, nur diese Lichter, oder? Da vorne aber. Hast du? Soll ich schauen? Wenn du willst. Ich zeig euch. Ist das schön? Ich bin so richtig müde. Das. Schön, oder? Mal schauen, was der Papa meint mit draußen. Vielleicht meint er das und das am Balkon. Hat schon schön aus. So, meine Lieben, wir haben jetzt noch ein paar Aufnahmen für unser Intro gedreht. Mit den Kindern und so. Und jetzt, heute ist ja der 30. November, ne? Voll dunkel hier. Der Pief! So, der Pief. Ah, den Pief haben wir noch gar nicht im Intro eingebaut. Das muss ich ja noch nachholen. Das ist ein falsches Zimmer. Ich hole jetzt nämlich die Adventkalender für die Kinder. Adventkalender für die Lara. Nein! Für Luisa. Und für die Michelle. Die Kinder freuen sich ja, dass ich ihnen jetzt eine Überraschung gebe. Aber wenn sie jetzt von mir erfahren, dass sie erst morgen das erste Türchen aufmachen dürfen. Oh Gott, das geht sowieso so nicht. So. Aber da dürft ihr je. Michel, hilf mir mal. Mami, da bin ich mal. Blimmermal. So, Adventskalender? Ja. Ja, das ist Luisas. Das ist für Luisa mit Bauernhoftieren. Und die Lara hat den Reiterhof. Was ist das? Eine Hase. Das weiß ich. Luisa, jeden Tag machen wir nur ein Türchen auf. Morgen fangen wir an. Okay? Wir haben auch einen Kalender, habe ich ja nicht gewusst. Was hast du nicht gewusst? Hat Patrick auch einen Adventskalender? Patrick wollte keinen. Schau, Lisa, morgen ist die 1. Nein, morgen. Dann machen wir morgen auf. Und morgen und auch. Okay, und die anderen morgen ist die Nummer 2. Genau. Dann möchte ich auch machen. Sollen wir heute ein Türchen aufmachen? Hm? Die Nummer 1. Aber nur eins aufmachen. Aber morgen okay? Können wir dann keins aufmachen. Dann können Sie morgen keins aufmachen. Ah, ich würde das so gerne aufmachen. Ich kann mich nicht zurückhalten. Ja, du musst sie. Michelle kann sie auch nicht zurückhalten.
Machen wir morgen mal auf. Ich habe noch was. Wir können nicht alles auf einmal aufmachen. Ich habe noch was. Ja. Okay, schau, wir machen ein Türchen auf. Hier, die Nummer 1. Hast du das da auch gemacht, Mama? Hm. Jeder darf heute ein Türchen aufmachen. Ja! Nein, 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 nur eins. Nur eins. Okay, morgen machen wir nochmal eins auf, okay? Ups. Aber morgen ist erst der erste. Ja, was wir machen. Die Mädchen von da, ich hab cool. Wie man sehen kann, haben sich die zwei Süßen beruhigt, wobei es eigentlich nur die Luisa war, die unbedingt aufmachen wollte. Gell? Und wir haben jetzt so gemacht, dass wir die Kalender hier hergestellt haben und dann machen sie jetzt jeden Tag eins auf. Luisa, zeig mal dein Mädchen. Wow. Lara, zeig du mal dein Mädchen. Wow. Aber die Lachen habe ich. Und sie spielen so schön jetzt schon mit diesen Häuschen. Da freue ich mich. Sehr schön. Komm mal rein. So, die Michelle hat ihren Kalender auch wieder zugemacht. Und macht morgen nochmal das erste Türchen auf. So, wir sind fertig. Der Baba hat jetzt auch gerade die Lampe fertig gemacht. Also wie ihr seht, die ist gerade. Ich habe gerade repariert. Ja, genau. Oh mein Gott, ich bin so müde. Wir werden jetzt ins Bett gehen, weil ich bin schon so kaputt. Wir haben jetzt urviele Szenen noch gefilmt fürs Intro und dies, das und ja. Jetzt soll es aber ja ein bisschen ruhiger zugehen, wahrscheinlich die Tage, oder? Was? Danke für deine Aufmerksamkeit. Na, also, falls ihr auch Probleme mit der Lampen habt, bitte ruft mich an. Wieso? Wir wissen gar nicht, ob du es repariert hast. Ja, ist kaputt gemacht. Ja. Gut, was aber, dass wir Sachen gefilmt haben. Hast du das gemeint? Achso. Ich bin einfach nur müde. Ich nehme einfach alles hin, wie es ist. Wurscht. Na gut, meine Lieben, wir werden uns heute diesen Vlog verabschieden und wir sehen uns morgen wieder.